Ich habe nichts gesagt, okay. Ich habe nichts gesagt. Manche Audiodatenpunkte erhalten zusätzlichen Textinhalt. Greife im Datenmenü darauf zu. Tja, blöd gelaufen, ne? Gut. Also retarded einfach runterrennen ist nicht. Habe ich da irgendein Lagerfeuer entdeckt? Naja, ich hätte vielleicht zu dem Banuk gehen können. Die hätte mir vielleicht helfen können. Aber nur vielleicht. Na gut, die 200 Meter hätte ich auch schnell zu Fuß rennen können. Ich bin aber zu geizig, mir so einen Dingsbums zu nehmen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja, ist eigentlich schon krass. Auf Superschwer war ich so vorsichtig, dass ich dieses eine Vieh mit Mühe und Not geschafft habe. Auf schwer. Dann habe ich es auf normal gestellt und verrecke elendig. Ich habe keine Ahnung, was die Viecher da machen, aber... So, der sollte hinüber sein. Was ist denn mit dem Sound los? Verdammt! Haben sie da wieder ein Update rausgebracht, der beschissen ist, oder was? Das war vorher nicht der Fall. Ich habe das auf einem deutlich schwächeren PC mit wesentlich... Ja, genauso gemacht. Ich meine, komm schon. Also manche Studios, so genial das Spiel auch ist, manche Studios, die für... Konsolen entwickeln sollten, vielleicht noch ein bisschen Übung am PC machen. Ich habe mir das Spiel zu Release gekauft, das war eine Enttäuschung. Nicht, weil das Spiel so schlecht ist, das Spiel ist der Hammer, versteht mich nicht falsch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat 8 Patches gebraucht, bis das Spiel nicht abstürzte. Das muss halt schon was heißen. Bei so einem Indie-Spiel würde ich sagen, okay, da verstehe ich das noch. Bei so einem Indie-Entwickler, die halt auch wenig Ressourcen haben und meistens dann auch nicht so viel Erfahrung. Da würde ich sagen, okay, da kann man sich mal ein paar Patzer erlauben, aber bei den Machern zwischen diesem, bei dem Meisterwerk hier, da war der Release auf dem PC echt grausam. Also muss man halt so nehmen. Und ich bin Horizon, also totaler Horizon-Fan. Also meine Kritik ist halt rein. Rein darauf ausgelegt, wie sie es technisch umgesetzt haben. Und da muss man einfach sagen, so ist das. Lagerfeuer, super. Dann will ich mal. Will ich es mal richtig machen. Kennt ihr drei zufällig einen Osaram in Sangesgrund namens Burgrenn? Jungs,
Dieser Schwindler hat seine Dienstbotin zum Eintreiben geschickt. Ich bin keine Dienstbotin. Ich soll für Burgren Teile sammeln. Oder wollt ihr ihm weiter kaputten Müll verkaufen? Kaputten Müll? Die Herde zieht schon bald weiter. Keine Zeit für Streit. Wenn sie helfen will, lassen wir sie doch. Schön. Wir erlegen diese Maschinen. Wenn du unbedingt helfen willst, geh voran. Ich muss den Turm überbrücken. Kontrollieren. Jetzt die Frage, wollen wir den wirklich kontrollieren oder? Ich warte, bis er hier hinten rum ist. Naja, komm, ist egal. Gut. Mal sehen, ob das Ding auch für mich funktioniert. Komm schon. Wieder mit der Pfote wackelt. Ah, der repariert die Maschinen. Das Vieh ist auch echt übel, ne? Yo! Yo! Alter, was ist denn da los? Warum bin ich so schlecht? Fuck! Ich sollte mich ein bisschen besser ausrüsten. Okay, ich habe alles ready to go. So, jetzt will ich erst nochmal ein bisschen mehr Pflanzen hier sammeln. Vielleicht kann ich noch den einen oder anderen Trank herstellen. Nein, natürlich nicht. Ich könnte natürlich versuchen, mit Fallen zu arbeiten. Bevor ich jetzt mit den Boys hier spreche.
Ich gebe nicht auf. Alt, wir sind es nicht, die Weckel. Was? So, wollen wir mal gucken. Mach die erstmal komplett kaputt, bevor es hier anfängt. Schön leise. So. Machen wir es mal. Jetzt machen wir es mal intelligent, okay? Versprochen. Eins nach dem anderen. Woher kamen die denn? Na warte mal, der hat bestimmt Feuer als Stärke, ne? Ja. Ich hab natürlich jetzt nichts, was ich... Ja, natürlich. Alter Schwede. Habt ihr das alle gesehen? Das Ding ist umgefallen wie ein morscher Baum. Boah. War nicht einfach. Mit wem muss ich jetzt quatschen? Geht's mit dem. Gut? Mehr oder weniger, ja. Na schön, Fremde. Du wolltest mit uns über... Erledigt. Ihr drei seid wirklich nützlich im Kampf. Na, danke. Nicht, dass wir Hilfe bräuchten. Wir kommen auch ohne dich gut klar. Da sagt Burgrenn was anderes. Er sagt, ihr wolltet mit einem zersplitterten Donnerkieferherz zahlen. Was? Das ist übertrieben. Es brach nur in zwei Teile. Okay, wir haben keine Zeit. Kommt schon, Jungs, zurück auf die Jagd. Wir brauchen noch zwei Teile für Burgrenn. Warum die Eile? Wir wollen von hier weg, so schnell wie möglich. Mehr musst du nicht wissen. Glaube ich euch. Warum verlasst ihr den Schnitt? Wir könnten auch nach Ban-Ur uns von Orneko töten lassen. Beim blauen Licht, Orkai. Warum schreibst du unsere Geschichte nicht gleich für alle sichtbar in den Schnee? Am besten reinpinkeln. Oh Mann. Alles gut. Gab einen Streit mit dem Häuptling. Wie fandet ihr das? Wir fanden jemanden. Weil ich finde das Spiel an sich geil. Er fand das nicht. Schien ein guter Zeitpunkt zum Aufbruch. Also reisen wir ins Sonnenreich. Von hier ins Sonnenreich? Ein weiter Weg. Sollte sich lohnen. Um zu überleben, sollte man wissen, wann man geht und wo man hingeht. Ja, und in diesem Fall bleiben wir so weit es geht von Ban-Ur fern. Wir haben genug von rotem Schnee. Was habt ihr vor, wenn ihr ankommt? Was tut ihr dann, um zu überleben? Also, was zählt ist, dass wir dort ankommen. Und dazu brauchen wir Scherben. Wenn du uns also entschuldigst... Dieses Donnerkieferherz, das ihr Burgrenn... Eine Frage, in Ordnung. Ist es nicht egal, dass das Herz in zwei Teile gebrochen war? Kann man es nicht einfach reparieren? Natürlich kann man es nicht reparieren. Ich wollte nur... Oh, ich wette, dieser Osseram-Betrüger könnte es.
Er wollte uns nur einen neuen dummen Auftrag geben. So schlimm ist er nicht. Ich mag Burgrend. Du magst ihn? Tulemak, er hat uns in den Schnee geschickt, wo ein Donnerkiefer uns fast zertrampelt hätte und... Jungs, Schluss jetzt! Oh. Immer wenn jemand dieses blöde Herz erwähnt. Ich hab die Versengerkralle, die Burgrend wollte. Dann fehlen nur die Pirschersehne und der Schnappmaulzahn. Dann behalte es lieber. Du kommst schließlich zur nächsten Jagd mit, oder? Ich schätze, irgendjemand muss auf euch drei aufpassen. Gut, dann musst du wohl mitkommen, aber denk nicht, du wärst eine von uns. Die blutigen Schneewehen akzeptieren keine neuen. Blutige Schneewehen? So willst du unseren Verak nennen? Ja, klingt nicht toll, Tatei. Oh, deine Namen sind auch nicht besser. Die drei sind goldig. Du. Wir gehen nach Nordwesten, zu den Ruinen bei der Hohlhalle. Wir warten dort. So wie es aussieht, hast du zwei Hohlhallen neben dir stehen. Entschuldigung. Da konnte ich nicht anders. Triff den jungen Verak beim nächsten Kampf. Ja, das machen wir auch direkt. Ohne uns sind die Boys verloren. Aber warum ruckelt es gerade so sehr? Wundert mich. Naja, ist okay. Was zum... Das Mikrofon, ne? Oder dieses Mischpult. Ich weiß es nicht genau, was es ist. Ich weiß nur, dass es mich... dass mich irgendetwas abfuckt. Aber das kriegen wir hin. So. Kann ich das nicht irgendwo abkürzen? Nee. Wir sind hier noch relativ unbekannt. Ich könnte eigentlich auch mal versuchen, einfach querfeld einzulaufen. Weiß nur nicht, ob das was bringt. Fertigkeitspunkte 4 Stück. Super duper. Warte mal, ich will mal gucken, was schneller Sprint bringt. Sprint ist leise. Ach, stiller Sprint. Ja, okay, okay, dann hat sich das erledigt. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Zwingend. Das letzte Tageslicht. Ich muss wachsam sein. Das hört sich so drastisch an. Dabei ist es einfach nur Abend. Mädchen, es ist Abend und nicht das letzte Tageslicht. Obwohl es mir gefällt, also... Bist du auf der Arbeit und das Erste, was du machst, ich genieße das letzte Tageslicht. Mir gefällt nicht, wie der Donner im Hintergrund rumölt. Also nicht grölt, sondern ölt. Das waren Banditen. Die sind alle rot. Hey, Mann! Könnte vielleicht einen Scharfschussbogen nehmen. Die sind hier wesentlich, ja, strenger. Der hat viele Pfeile gefressen. Aber er kann sich noch bewegen. Er hat immerhin keinen ins Knie gekriegt. Kai wird diesen Witz verstehen. Hino vielleicht auch. Ansonsten ist alles relativ stillimilli. Doch schon wieder krass aus. Jetzt jagen sie mich. Nein, machen sie nicht. Noch nicht. Das sind Feuerbrüllrücken, die bringen mir halt gar nichts, ne? Thank you.
Der weiß nicht, wo ich bin. Naja, viel mehr Damage hat er jetzt auch nicht gemacht. Hat euch beiden wehgetan. Aber die Schwachpunkte machen nicht so viel aus, ne? Gefühlt. Boah, das Auge, das hat gefressen. Ich weiß nicht, was ich da gerade getroffen habe, aber irgendwas habe ich getroffen. Halten die hier so viel aus? Alter Schwede. Also, ich sollte mal mehr auf Scharfschützen Trefferrate gehen. Also schön ins Auge. 266 Damage. Im Vergleich zu 130. Das ist... Ich will zwar nicht sagen, das ist Imba, aber das ist eine deutliche... Deutliche Damage-Steigerung. Muss ich nur gucken, dass ich auch wieder genug Heilung finde. Also wir sind hier wirklich im Endgebiet. In der Regel fängt man das Gebiet erst mit Level 30 an. Und dementsprechend sieht es halt auch so aus. Also hier ist ordentlich Aua bo Hauer. Vielleicht noch. Und ja. Aber dafür kommen wir auch schnell voran. Muss ich ganz ehrlich sagen. Reitmaschine reparieren. Maschinenreparatur. Reitmaschinen reparieren. Nee, brauche ich eigentlich alles nicht. Präzision. Zurückschlagen. Schneller Sprint. Starker Schlag plus wäre gar nicht mal verkehrt. Na komm, weißt du was? Wir versuchen einfach alles zu skillen, okay? So, hier ist kein Kontrollturm. Ist durchaus in Ordnung. Das ist ein Jagd... Hä? Wie ich da einfach mal weggelaufen bin, aber ist okay. Wenn jetzt so regnen würde, oder schneien. Okay, das war's mit dem Schleichen. Ah!
daneben. Da, ein Volltreffer. Was zum? Mal sehen, was für einen Fleck du hinterlässt. Ein braunen Kackfleck auf deinem Gesicht. Schlagen wir zurück, verdammt. Ich habe auch. Das könnte jetzt etwas wehtun. Ja, dir. Scheiße. Fick dich. Das ist dein Ende. Den Gegner festsetzen. Woher kamen auf einmal so viele da? Doch. Auf einmal. Sieht gut aus. Wo haben die scannen gelernt? Ausdruck von Freude. Ach nee, warte. Ist hier noch irgendwo was? Nee, ne? Ich warte, bis der weg ist. Fuck, woher? Na, oh, ich habe außerdem den Knopf losgelassen. Ihre Helme sind zu stark gepanzert. Ja, deswegen schieße ich auch nicht auf. Der ist fällig. Hier verpasse ich eine ordentliche Abreibung. Alter Schwede, lecko mio. Das war ein Ausdruck von Freude. Nee, warte. Ja, es war... ich weiß nicht, was ich ausdrücken wollte. Ich wollte einfach nur meinen Unmut vor diesem, auf einmal diesen stehenden Pfeilhagel Ausdruck verleihen. Und ich wusste halt nicht, woher der kam. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Nein, hat er nicht. Vor allem sind wir es, die Jagd auf ihn machen. Jawohl. Ein Tausender für einen Menschenkill. Nein, komm schon. Banditen sind nicht subtil. Sie auszuschalten würde ein ganz anderes Signal setzen. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du da gerade gelabert hast, Aloy, aber ist mir auch sowas von relativ scheißegal. Nein, ja, einfach platt. Okay. Hier noch was? Nee, ne? Das bedeutet, ich kann mich hier relativ frei bewegen. Mal nur gucken, dass ich den Banditenalarm zerstöre, bevor mich die Leute entdecken.
ist der Alarm. Ich sollte das im Auge behalten. Der wird mir keinen Ärger mehr machen. Das ist gut. Ich weiß zwar nicht, warum ich da gerade eben einen Wildtier-Kill gemacht habe. Ja, wahrscheinlich irgendwie eine Maus oder so gekillt. Aber... ich sollte hier bei dem One-Shotter bleiben. Muss ich nur gucken, ob ich da hinten das vielleicht noch... das kann ich bestimmt bald gebrauchen. So. Ich will mich mal ein bisschen konzentrieren und nicht ständig nur blöd wie so ein Bekloppter hier reinquatschen und tausendmal sterben. Weil es doch... es wird doch interessant hier. Der hat mich natürlich direkt gesehen. Woher? Wer weiß, wo die steckt. Hier. Ja, die wissen, wo ich bin. Also ich sterbe auch immer so. Oh, ich bin tot, aber ich lasse mal ordentlich was los von mir. Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Scannerbandit. Wenn ich mal wenigstens Pfeile zurückkriegen könnte, dann wäre das nicht ganz so schlimm. Der ist schon defekt. Zum Glück mache ich das nicht auf super schwer. Ich würde heulen. Yo. Als ob ich den getroffen habe. Ich meine, ich hatte die Hoffnung, weil die stirbt ja angeblich zuletzt, aber... sag mal... Na komm her. Komm, kleiner Bandit, komm zu mir. Ich schieße auch ein Pfeil zu dir. Und wenn der Pfeil dich dann nicht trifft, hast du in die Ecke geschifft. Yay! Wir singen! Ich möchte singen. Ein Lied vom Mond, wo keiner wohnt. Ich möchte springen und dabei singen. Über das Sternenzelt und die gute Welt. Wo ist der Banditen? Oh. Da ist einer. Da ist ein Scannerbandit. Ich will zwar nichts sagen, aber ich habe keinen Draht mehr. Inventar, Schatzkisten.
Na, so viel Rohholz habe ich auch nicht mehr. Muss ich nur gucken, ob hier irgendwas ist, was mir den Rückweg versperren könnte. Sieht aber gut aus. Also wenn ich mich wirklich konzentriere und mal ein bisschen in die Schnauze halte, dann kriege ich das auch hin. Die Frage ist nur, kann ich mich gegen den Banditenanführer auch so behaupten? Wenn es jetzt in einem engen Verhältnis gewesen ist, so nach dem Motto, weißt du was, jetzt machst du hier eine Falle oder so, dann habe ich ein Problem. Kann ich nämlich nicht einfach so planen. Lohebehälter ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Riecht friedlich. Ich hasse Frieden. Viele Menschen sterben friedlich. Ich nicht. Mir schwant etwas. Durchsucht das Lager. Seht unter jedem Stein nach und schaut, was darunter hervorkriecht. Komm, ich hab den ins... Was hat denn der für eine Schwäche? Wie Feuerschwäche. Fuck. Man kann es auch übertreiben. Der brennt, das ist gut. Ja, natürlich. Hallo. Ich habe auch noch einiges auf Lager. Weißt du was? Wir machen jetzt mal Aua Bohaua. Wir machen jetzt hier mehr. Ein. Ja. Na komm her. Sausack. Sag mal, bin ich zu blöd zu treffen? Er wird nichts mehr anzünden können. Oh, die Sau, dieser Sauhund. Genau das habe ich befürchtet. Die Feuerwaffe der Osaram könnte nützlich sein.
Och nee, ich wollte doch eigentlich... Okay. Okay. Ich brauche Championbogen. Nee, obwohl ich hätte schon gern alles, aber ich brauche unbedingt. Ich wette, man kennt mich schon in ganz Sangesgrund. Zeit, Fahrradtag herauszufordern. Ja, jetzt bleib mal entspannt, Aloy. Wir haben noch was zu tun. Bevor wir uns den Banuk-Scheiß holen und hier Chef werden. Gut, haben wir das auch gemacht. Schade, ich dachte, ich könnte alles machen. Das ist schön. Ja, es ist doch schön, wenn man der Sippe vertraut. Unter uns würde man Familie sagen. Wir sollten dem neuen Tajar-König nicht die Schuld seines Vaters aufbürden. Dies sind andere Zeiten. Ich bin noch nie weiter südlich als bis zum Grab. So. Warte mal, habe ich nicht irgendwas bekommen? Ja, komm, ist egal. Mit Flammenwerfern brandgesetzte Maschinen. Tutorial. Ja, Tutorial interessiert mich nicht. Ich will hier weiter. Zumal ich das Gefühl habe, dass die Tutorials nicht funktionieren. Und das Scharfschussbogen-Tutorial müsste ich schon längst fertig haben, weil es dann auf einmal heißt, ja, schieß einem Wächter mit einem Scharfschusspfeil ins Auge. Das brauche ich später noch. Löst sich einfach nicht, die Quest. Obwohl ich das halt schon die ganze Zeit mache. Und da stellt sich dann für mich die Frage, warum? Muss ich das in einem gewissen Bereich machen? Dann aber bitte soll es mir auch angezeigt werden. Oder irgendwo drin stehen. Hier. Habe ich schon längst gemacht. Habe ich auch schon. Scharfschussbogen. Grüß dich, Kroko. Was? Croc-Lion. Grüß dich. Tutorial-Quests müssen aus. Ah, okay. Verstehe. Dann nehme ich alles zurück. Tutorial-Quests müssen ausgewählt sein. Verstehe. Ich verstehe. Ich spiele das jetzt zum dritten Mal durch. Und wieder was gelernt. Ist auch nicht schlecht. Muss man als Game auch mal schaffen. Bis jetzt hat das, glaube ich, nur Skyrim und Witcher 3. Nee, Witcher 3 nicht. Das habe ich zu aufmerksam gespielt damals. Naja, wollen wir auf jeden Fall hier erstmal die DLCs weitermachen und dann kann ich mich auf die Story konzentrieren im Let's Play. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir überhaupt schon live sind. 4,5 Stunden. Und hallo, grüß dich. Ich wollte jetzt nicht auf das Gesprächsthema eingehen, ohne eine Begrüßung noch vonstatten zu gehen, aber ich habe die Reihenfolge vertauscht. Ist aber hoffentlich nicht so schlimm.
Ja, Sangesgrund. Wollen wir den Jägern mal helfen? Ich werde jetzt hier auch nicht unbedingt alles machen.